So, wir sind hier an dem Strand, der als nächstes zu unserem derzeitigen Aufenthaltsort liegt. Gott, weiß ich nicht mehr. Ich hab's vergessen. Der nächste Strand ist Grognon. Das ist nicht Grognon. Marina hat sich vertan. Das ist ein bisschen darüber. Aber wie der jetzt hier heißt, ich weiß es nicht. Es ist der Strand in der Mitte von der Stadt Le Bois Plage. Von daher. Ja, wenn man die Straße ganz geradeaus durchfährt von unserem jetzigen Aufenthaltsort, dann kommt man jedenfalls an diesen Strand. Und gehen wir uns mal angucken. Schaut mal, wie der aussieht. Oh, das Meer blau. Schön. Schön. Einfach schön. Ja, man sieht. Schöner Strand hier. Toll. Und es ist heute mal Wasser da. Oh, ein blitzeblauer Himmel. Schöner Langnas am Strand. Guck das mal an. Ja. Windig ein bisschen, aber nur leicht windig. Herrlich. Toll. Ja. Von dem Strand nicht am besten. Ja. Der ist schön. Oh. Ja, hat das so ganz smooth haben wir nicht. Das finde ich irre. Aber schön. Schön, das glitzert das Wasser. Herrlich. Kommt fast viel zu viel in die Auge. Ja, irre, ne? Da glitzert das da drüben. Guck mal, wie das schön aussieht. Toll. Ist das irre. Eine richtige Wellen heute, kleine Wellen. Die nächste kommt jetzt hier hin. Ist größer wieder. Sorry, die kommt jetzt hier hin. Das Wasser näher kommt und die Welt. Ja. Genau. Ja, da unten ist die Spitze, wo wir hinfahren. Ne? Heiß. Einfach herrlich. Einfach toll. Marina sagt, sie weiß nicht, was sie sagen soll. Ich sag jetzt mal, bis jetzt für mich persönlich der schönste Strand in Frankreich. Schön langgezogen, der Sandstrand mit ein paar Steinchen drin. Ideal für Kinder, die auch mal Steine übers Wasser pfeffern wollen. Muss man natürlich aufpassen, wenn man nicht gerade schon erwischt. Und ansonsten sehr nah bei der Unterkunft. Kann man auch zu Fuß hingehen, sofern man noch komplett fit ist. So, vielleicht 20 Minuten Fußweg, wenn es hochkommt, 40 Mal.
Und ja, ansonsten hinter uns der Atlantik. Geradeaus zu, ein bisschen schräg nach rechts weggehend, jetzt Richtung Amerika. Wie ihr seht, die Sonne steht fast am Höchstpunkt, 12 Uhr mittags, ist gerade durch. Ja. Seichter Wellengang und es geht hier, glaube ich, auch nicht so schnell tief rein. Also schon etwas langsamer. Von daher können wir auch vorstellen, dass das selbst bei Übergang zum Ebbe ein ganz guter Platz ist, um zu baden, ohne Sorge zu haben, zu rauszukommen. Es gibt auch einen großen Parkplatz oben, allerdings mit Höhenbegrenzung. Also gibt es ja wohl mit dem Fahrrad oder Pkw. Ja. Aber der ist riesig. Zumindest ist jetzt in der Nachsaison. In der Hauptsaison vielleicht nicht, muss man sehen. Ja. Neuer Tag, neuer Strand, neues Mittelchen. Sogar nochmal so eine Bucht kommt da tatsächlich nochmal rein. Da vorne siehst du das? Ja. Schon irre. Wahrscheinlich schon der Nachbarort. Die Fahrt geht weiter. Wenn man die Häuser so sieht, die links und rechts stehen, weiß man, warum die Île de Ré auch die weiße Insel genannt wird. Fast alle Gebäude sind weiß oder sehr hell gestrichen. So, wir sind am nächsten Strand bei La Cuare. Nachbarort. Ja. Nicht weit von dem, aber trotzdem wird er anders aussehen, deswegen schauen wir uns jetzt mal an. Auch ja. Hier gute Parkmöglichkeiten, Toiletten gibt es immer direkt an den Parkplätzen, so ganz nebenbei. Ja. Die Jacken konnten wir jetzt im Auto lassen, es ist doch ziemlich warm, aber trotzdem Wind. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Ja. Hat einen tollen Blick hier. Wahnsinn. So, da oben ist eine schöne Bank. Da werden wir uns jetzt bestimmt gleich draufsetzen und den Blick noch ein bisschen genießen. Ist das nicht schön? Toll. Über allem strahlend blauer Himmel. Einfach schön. Wasser hat hier eine irre Farbe. Da hinten sieht man die Spitze. Aber was man auch sieht, ist Strand. Bis dahin nichts als Strand. Schön. Ja, hier sind schon mehr Strand im Aquarium. Ja. Ja, aber hier ist noch weniger los. Guck mal, der Mond nimmt ab. Ja, da oben ist er. Schon mittags. Mittagsmond. Keine Mitternachtssonne, aber Mittagsmond. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Herrlich. Unsere Erkundungsfahrt über die Insel geht weiter. Was man hier sehr gut sieht,
Es sind fast überall Höhenbeschränkungen bei den strandnahen Parkplätzen. Ganz, ganz wenige Wohnmobilparkplätze sind nur vorhanden. Die sind im Sommer sicher heiß begehrt. Große Spinnen gibt es ja auch, wie man sieht. Vorbeigekommen. Hier hinten scheint ein Wandergebiet zu sein. Es sind also viele Wanderer auf dem Parkplatz. Und Strand ist hier nicht. Also hier ist nur zum Wandern, zum Kommen, Radfahren. Aber schön ist es trotzdem. Ja. Ja. Besser ist das. Wir sind hier mittlerweile nicht mehr an der Jadeküste, sondern an der Küste des Lichts. Und wenn man so sieht, wie hell das hier alles ist, kann man das auch irgendwo verstehen, den Namen. Diese Seite von der Insel ist definitiv rauer. Viel windiger, viel mehr Wellen. Ja. Ist irgendeine alte Festungsanlage. Da wo ich weitergehen wollte, ist scheinbar das unterhöhlt und das ist nicht so gut. Hier pfeift der Wind, mein Lieber. Der Wind pfeift hier. Nach einer kurzen Fahrt gehen wir erst einmal eine Tasse Kaffee trinken. Wir sind jetzt einen Kaffee trinken, einen netten Kaffee. Sieht ganz interessant aus. Mal gespannt, wie der Kaffee hier sein wird. Ja, dann. Da ist der Kaffee. Jetzt. Schön hier, ne? Ja, ziemlich warm. Ja. Der Kaffee hat gut getan. Jetzt kann es weitergehen. So, jetzt sind wir am Klarsteller Patsch. Le Port en Ré. Ja, und das ist der westlichste Zipfel hier. Wenn man so davor steht, das macht oben so zwei Ausbuchtungen. Weiter geht's hier nicht in die Richtung, das ist fertig. Dann gucken wir uns das Ganze noch ein bisschen an. Drüben sieht man die Insel. Die sind echt unglaublich. Hier eine sind Sekunde. Boote, für was auch immer die sind. Keine Ahnung, so flacher.
Jedenfalls offensichtlich für flache Gewässer. Die erinnern mich zwar an Boote, wie früher gab es mal die Serie Flipper, die hatten auch so eine Turbine hinten dran und sind dann so über das flache Wasser geschossen. Das war mal in Florida. Ja, wo die hier lange schießen, keine Ahnung. Wahrscheinlich hier in der Bucht. Mhm. Ja, eine Bucht richtig. Ja. Ja, schön, fast relativ windstill hier. Im Gegensatz zu den anderen. Das Wasser da schon glitzert. Toll. Hier erinnern die ein bisschen an Gonn. Sole mio. Ja, jetzt fehlt eine ganze da ein bisschen Wind. Wahrscheinlich da. Ja, nehme ich auch an. Ein paar Stäben da, ein paar Taschen. Ja, genau. Da sind wir. Da. Ja. Jetzt machen wir ein ganzes Stück wieder zurück. Ja. Könnt ihr rechts im Bild den Baum sehen, der unten kaum Äste hat? Man glaubt es kaum, aber das ist ein Funkmast. Toll getarnt, nachahmenswert. Wir sind bis zur westlichen Spitze der Insel weitergefahren. Den Leuchtturm haben wir allerdings nicht besucht, weil der Parkplatz war relativ weit entfernt vom Leuchtturm und an dem Tag war es sehr heiß, sodass wir uns den Besuch geschenkt haben. Wenn man so über die Insel fährt, kann man auch sehen, dass sie sich im Umbruch befindet und nun an vielen Stellen Wein angebaut wird. Das ist bei dem tollen Sonnenwindklima auch eine sinnvolle Sache. So, wir sind jetzt wahrscheinlich an der schmalen Stelle der Insel. Und hinter uns ist das Ganze befestigt nach dieser Seite. Und da geht eine Treppe hoch und da gucken wir jetzt mal, gehen wir hoch und gucken mal rüber, was dahinter ist. Meer wahrscheinlich, aber wie das aussieht, ne? Okay. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und welche Überraschung. Da ist das Meer hinter uns. Hier ist die Mauer. Ist gut befestigt, also scheint hier eine raue Stelle zu sein. Kleiner Strand davor. Nett. Jetzt glitzert es da drüben. Sonne gewandert. Ein toller Strand, ein schöner. Was mit der Befestigung, ne? Das ist nicht so schön. Ja, gut. Ich glaube, wenn hohe Flut ist, ist auch hier nichts mehr übrig vom Strand. Kannst du sicher sein. Geht da bis an das. Geht wahrscheinlich bis hier hin. Oder? Ja. Aber schön. Ja. Tolle Farbe, das Wasser. Super. Ist da hinten was im Wasser? Leuchtturm. Nee, ich meine da ein Tier oder so. Ich hatte da mal nicht gerade was gesehen. Da, geradeaus. Hier sollen ja auch manchmal Wale sein, aber ich glaube im Frühjahr oder so. Ne? Ja, da geht's um die Zeit. Ja. Und weiter vorne war der Beobachtungsposten eher an der Meerenge da. Richtung Brücke.
Jetzt geht es wieder zurück zu unserer Unterkunft auf der Île de Ré. Hier ist übrigens unsere Unterkunft auf der Île de Ré. Süßes kleines Mobilheim. Ja, heute mal wieder Waschtag. 40 Minuten. Wenn man im Schatten eines alten Olivenbaumes darauf wartet, dass die Waschmaschine fertig ist, kann das Warten darauf auch schön sein. Im Dessertparadies. Was eine Auswahl. Und das auf zwei Seiten. Und an den Köpfen noch das Ganze. Wahnsinn! Dann kann man zum Abschluss des Tages den Pool genießen. Das hier ist der Innenpool. Der Außenpool, da ist es am Abend schon ein bisschen frisch. Aber der Innenpool, der hat so an die 30 Grad Wassertemperatur und das ist natürlich herrlich. Auch an dem Abend, dann noch die jetzt halt, wo es auf den Herbst zugeht, dann doch schon ein bisschen frischer sind. So, wir machen uns auf den Rückweg zu unserer Unterkunft, da die Poolanlage jetzt schließt und uns von so ein bisschen höflich gebeten hat, jetzt zum Drummel zu gehen. So, und das hier ist nochmal ein schöner Blick auf den Außenpool, tagsüber, wenn die Sonne scheint. Ist das auch herrlich. Da ist das Wasser allerdings nicht ganz so warm wie innen. Und der schließt auch so Ende Oktober oder so ist der dann geschlossen. Dann gibt es noch den Innenpool. Mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Macht's gut so lange. Tschüss.